Leute, heute müsst ihr ganz stark mit mir sein. Ich habe vor 3 Jahren eine Folge First Dates mitgemacht. Also ich war nicht im Fernsehen, es war keine richtige Folge in dem Sinne. Ich habe jemanden getroffen und wusste nicht, wer dieses Date ist. Das war schon alles wirklich so. Ich war mega aufgeregt, weil ich nicht wusste, wer es sein wird. Und wir waren noch in der First Dates Location. Zu dem Zeitpunkt waren aber alle First Dates schon abgedreht und mein First Date kam nicht im Fernsehen, sondern es war wirklich quasi nur für meinen YouTube-Kanal so gedacht. Und ich dachte mir, das ist so. Dating ist ja eh so unangenehm. Und dass man dann noch eine Kamera und eine Aufnahme hat, macht es vielleicht nicht angenehmer. Und dass jetzt 3 Jahre vergangen sind, macht es vielleicht auch nicht so viel angenehmer. Macht euch bereit, setzt euch hin, holt euch vielleicht ein Taschentuch, weil ihr euren Schweiß vor Cringe abtupfen müsst. Denn wir schauen uns heute jetzt mein First Date an. Morgen, es ist 8.19 Uhr und ich bin schon Jetzt hergerichtet, ist es noch denn nicht ich habe unangenehm. Es wird aber noch heute unangenehm. mein First Date. Tatsächlich mit einem anderen YouTuber. Ich weiß wirklich, ich schwöre euch, ich weiß wirklich nicht, wer das sein Wirklich. wird. Ich habe keine Ahnung, mir wurde es verheimlicht. Denn das hier ist eine Kooperation zusammen mit Vox zur neuen Sendung Ja, First damals war es eine Date. Und dann habe ich Kooperation, jetzt ist es gedacht, komm, nicht mehr. schicken wir doch mal die Marelle auf ein First Date. Und ich habe mir den Trailer angeguckt und es sieht Ich spule wirklich mal sehr mein süß aus, sehr Handy nett, nicht so vor. Oh, cringy. Juli. Wie ist die Auswahl? Wie findest du? Oh, Oh. hi, lieb dich. Lieb dich auch. Die Haare gemacht, dann ein Outfit gewählt, nehme ich mich einfach. Dem geht's übrigens super bei meiner Mama. Danke der Nachfrage. Komm, wir spulen mal Warum vor ja direkt nur zum lacht First auch Date, Bell an? oder? Jetzt mache ich noch ein paar O-Töne, also ein paar Interview-Sachen. Und dann geht's auch los. Hallo. Ich war so krank Hi, aufgeregt. freut Ich war mich. so Darf ich dir meine krass Jacke geben? Ja, aufgeregt. Ich selbstverständlich. habe auch das mit dieser, kann ich dir meine Jacke geben, habe ich nur gesagt, weil die mir gesagt haben, du gehst jetzt rein, dann begrüßt dich jemand und der gibst du dann deine Jacke. Und ich war so, okay, ich muss, hallo, willst du meine Jacke haben? Wir müssen uns natürlich bewegen. Ich war so krass aufgeregt vorher. Ich habe richtig geschwitzt, mir ist die Pumpe gegangen. Ich bin Mirella, ich bin 24 Jahre alt und ich bin YouTuberin. Ich bin Stefan, bin 25 Jahre alt, komme aus dem schönen Münsterland. Und ja, ich bin von Beruf YouTuber, sagt man so. Die YouTuber unter sich. Und ja, mein ganzes Leben halte ich auf der Kamera fest und präsentiere ich dann im Internet. Hallo. Mein ganzes Leben, jede Sekunde. Os hat zu mir auch, also der war hinten dran, der ist ja mein Manager, auch schon damals gewesen und konnte quasi mithören und hat gemeint, am Anfang hat man meiner Stimme voll gehört, dass ich nervös war, weil die so ein bisschen zittrig war. Und das hat sich dann aber mit der Zeit gelegt. Ich finde, man sieht mir die Aufregung nicht an, aber ich kann euch sagen, da war ein kleiner Schurz in der Hose, so aufgeregt war ich. Hi. Hi. Dein Name? Stefan. Hi Stefan. Wie Hi. geht's dir, Mann? Du bist aber ganz schön groß. Ja, Ich fühle mir geht's mich sehr gut, ja. direkt so klein neben dir. Bist du Mir geht's, aufgeregt, ja, ich Stefan? bin sehr aufgeregt, ja. Ja. Aber es hat sich gerade schon ein bisschen gelegt, ja. Ihr lächelt euch schon so an von Ja, weil weitem. wir uns instant verliebt Ja, ich habe haben. vorher schon mal so gedacht, so irgendwie, weil ich halt auch viele YouTube-Videos so gucke in meiner Freizeit, so ich kenne die bestimmt irgendwie. Hallo. Guten Tag, hallo. Mirella, freut mich. Wir haben uns, glaube ich, Freut noch persönlich noch nie getroffen, Nee, oder? also ich glaube, ich weiß auch tatsächlich gar nicht mehr, wo wir uns gesehen haben, das letzte Mal. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns schon mal persönlich irgendwo getroffen haben. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da den Stefan zum ersten Mal persönlich getroffen habe. Ich weiß nicht, irgendwie gefühlt habe ich dich schon so 8-mal gesehen, aber. Achtmal direkt. Ja. Also ich will jetzt nicht sagen, aber 8-mal ist schon viel. Aber ich wüsste jetzt auch nicht mehr wo. Aber Video Days letztes Jahr war ich auch. Okay, vielleicht da. Ja. Ich hatte ja schon ein bisschen Zeit, mich zu akklimatisieren. Also ich saß da ja, glaube ich, schon so 10 Minütchen, habe schon ein bisschen mit dem Barkeeper und der Bedienung gequatscht und war dann schon so ein bisschen entspannter. Ich war immer mega aufgeregt, aber der Barkeeper war mega nett und auch ein bisschen süß, muss ich schon sagen. Aber ich glaube, der hat eine Frau und ist verheiratet oder so. Warum weiß ich das? Und ich glaube, dass die Bedienung, die hieß entweder Mariella oder auch Mirella oder so. Und ich war so, nee, mein Name ist Mirella, als ich das gesagt habe. Sagt ihr das am Anfang, wie sie heißt? Moment, ich muss mal kurz gucken. Hallo. Hallo, ich Hi. bin Mirella. Hi, freut mich. Darf ich dir meine Jacke geben? Oder habe ich mir das eingebildet? Sagt sie da nicht? Keine Ahnung, auch egal. Und als Stefan dann reinkam, habe ich gleich gemerkt, er ist super aufgeregt. Und so war ich genauso, als ich reingekommen bin. So, erstmal hier Prost. Ach so, ja. Cheers, ich habe Ja. schon angefangen. Ich hoffe, es Es ist ist nicht nicht schlimm. schlimm, alles gut. Oh, und ich habe einen Strohhalm im Aber Maul wir haben ja auf hängen. dich warten Plastikstrohhalm! müssen. Also, Pünktlichkeit Ich weiß. ist auch nicht so stark. Ich konnte ja nichts tun, ne? Nein, alles gut. Ja.
Aber normalerweise bin ich ein sehr pünktlicher Mensch. Okay, ja. Ich bin so semi-pünktlich. Echt? Aber ich bemühe mich. Ich fand es süß, dass er so schick angezogen war, dass er irgendwie ein schickes Hemd anhatte. Das zeigt ja auch immer so, okay, er hat sich Gedanken gemacht, dass er irgendwie ordentlich aussieht. Und hat sich heute auch mal die Zähne geputzt. Ich finde Date passend und ja, fand ihn sehr sympathisch. Also isst du alles oder isst du kein Fleisch? Ich esse vegan. Die V-Bomb direkt am Anfang gedroppt. Und du? Ich esse ganz normal, aber... Ganz normal, liebe ich ja. Also omnivore. Das heißt, also du isst alles gerade? Ja, ich esse alles. Ja. Mir ist gestern aufgefallen, ich war noch, oder ich penne bei meiner Schwester jetzt in Köln. Über die Zeit, wo ich jetzt hier bin. Ich weiß noch, da kam so ein Brot und da war dann so Kresse nebendran, die man so selber schneiden konnte. Jetzt kommen die wichtigen Infos. Was für Essen gab es da? Und dann so Butter und dieses Brot ist so wie so ein Muffin und wir waren erst beide so, teilen wir uns das? Und was sollen wir jetzt essen? Essen wir überhaupt oder tun wir nur so? Waren wir gestern noch essen und dann habe ich so nochmal schön Brot mit Knoblauchsoße bestellt und dann dachte ich so, oh shit, ich glaube, das war jetzt nicht so eine gute Idee. Mir direkt aber, aufgefallen, mir gerade. Ja. Hauptsache, ich rede auch mit vollem Mund, aber ich habe euch gesagt, das mache ich. Ich stehe da auch zu. Also. Ich stehe da auch zu. Ich bin aber auch ein großer Knoblauch-Fan. Ja, Knoblauch, Knoblauch. Von welchem Musical ist das? OGs wissen das. Das Praktische daran, dass wir beide irgendwie YouTube machen, ist, dass man halt gleich so einen Themenbereich hat, worüber man halt super viel reden kann. Also oder glaub, man unterhält sich halt über nichts anderes. Wenn man trifft, der einfach in der gleichen Branche arbeitet, so, dann kann man halt sehr viel darüber reden. Und ist auch für den Anfang, glaube ich, ein ganz praktischer Eisbrecher, weil man irgendwie so ein bisschen eine Gemeinsamkeit hat, auf die man dann irgendwie aufbauen kann. Aber hast du irgendwelche Hobbys so, die du in der Freizeit machst? Ja, oder? Klar. Das ist auch also, eine geile Frage. Und, was sind deine Hobbys so? Nee, also... Ich bin schon lustig, meine oder? Meine kommen halt eigentlich jeden Tag so vorbei bei mir. Dann, keine Ahnung. Das war auch geil. Wir haben uns kurz vorher über was essen wir und so und ich habe mir halt dann ein Gericht mit Tofu bestellt und Stefan war auch so, ist okay, wenn ich jetzt das Schnitzel nehme? Ich so, ja, go for it, ist mir doch egal. Mal halt entweder so eine Runde Dart oder so oder gehen zum Sport. Ja, so alles, was man so in so einem Dorf halt machen kann, ne? Da ist das richtiges Dorfleben, ja. Ja. Ich bin jemand, der sehr viel fragt. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass ich nicht so viel zu Wort komme. Ich bin eigentlich jemand, der sehr viel fragt. Ich meine, in der Situation muss ich ja das Gespräch ein bisschen am Laufen halten. Ich glaube, der Stefan war einfach sehr aufgeregt und hat dann ein bisschen vergessen, auch mal zu fragen, und du? Das kann auch nur sein, weil ich hier im Internet immer sehr viel über mich erzähle und es ist mi, mi, mi. Und vielleicht kam ich ein bisschen zu kurz, aber das weiß ich nicht. Das muss ich jetzt mal rückblickend mir angucken. Rückblickend würde ich sagen, ja, er hat nicht so wirklich nachgefragt oder mich auch Sachen gefragt. Vor allem das Gute ist ja, wenn einer mal Fragen stellt, muss man eigentlich nur immer und du zurückfragen, damit ist man schon auf der sicheren Seite. Hast du denn schon eine Beziehung? Ja, eine. Genau. Hattest du denn schon eine Beziehung? So circa 2 Jahre. Okay. Aber muss man ja fragen. Schon ein bisschen länger. Also, da musste ich schwurzeln. Ja, ich habe wieder eine Beziehung und dann dauert das 2 Wochen. Aber hat ja auch nicht gefragt, wie meine längste Beziehung war und ob ich eine hatte. Viel Wert drauf legt. Ja. Auch geil, dass ich mir hier so ein Lätzchen, also macht man ja, ne? Fein, macht man doch so auf den Schoß, glaube ich, drauf. Aber ich habe das vor allem gemacht, weil ich Angst hatte, dass ich wirklich voller Flecken aus dieser Sache rausgehe. Also Essensflecken. Ich weiß nicht, so mit 14, 15 ist das halt eher so, dann sagt man so, ja, okay, wir sind zusammen. Ja, ja, genau. Und ich glaube, weil umso älter man wird, umso natürlicher ist dann der Verlauf, dass man halt irgendwann sagt, okay, man hat sich jetzt oft genug getroffen, man will jetzt auch niemand anders mehr treffen und man ist sich quasi so treu und dann ist es ja irgendwann einfach eine Beziehung und dann muss man nicht so fest. Willst du mit mir zusammen sein? Willst du mit mir gehen? Okay. Da würde mich mal interessieren, ob ihr mit eurer jetzigen Beziehung, wenn ihr schon vielleicht nicht mehr 14 seid, wenn ihr 14 seid, seid ihr auch cool. Aber ich würde nur sagen, wenn ihr schon ein bisschen älter seid und ob ihr, wenn ihr da jemanden kennengelernt habt und euer Partner ist, gab es da so einen Moment, wo ihr gesagt habt, so ab jetzt sind wir zusammen? Oder hat er so, hat jemand gefragt, wollen wir, willst du gehen, sollen wir zusammen sein? Oder wie war das bei euch? Das würde mich mal total interessieren. Wie macht man das heutzutage? Mal in Frankreich, das weiß übrigens noch keiner, also alle, die jetzt zugucken. Jetzt kommt eine super Geschichte. Da waren wir auch mit den Jungs unterwegs und so und dann, ja, dann war da auch so eine Kellnerin, die war ganz hübsch so und dann... ja, so eine Kellnerin.
wir haben uns alle so einen Spaß draus gemacht, habe ich dann so ein Stäbchen genommen, so einen Zahnstocher. Und dann habe ich so mit dem. Ich bin voll aufs Essen fixiert. Mit der Soße, die noch auf dem Teller war, habe ich dann so. So auf so diesen Beleg. Da passt noch was rein. Ich ging so, you are beautiful. Und dann haben wir den Lara so. Wie alt warst du dann? Keine Ahnung. 18, 19 okay. Oder so. Also alles über 20 wäre ein Spiel gewesen. Ich nur am Fressen. Naja, ich musste ja nicht so viel erzählen, dann konnte ich die Zeit nutzen und wenigstens das Essen genießen. Steht auf jeden Fall zu und wer. Machen halt öfter mal so einen Blödsinn. Geht's euch beiden gut bei ja. Das ist schön. Wir haben nämlich noch eine kleine Überraschung für euch. Okay. Und zwar haben wir hier zwei Lose. Und da steht oh, Fragen oh, drauf, was ist das Skandal wohl Tolles draufstehen? Und ihr müsst das ja. Nicht irgendwas Peinliches machen. Wenn es peinlich ist, dann, also wenn du es nicht machen willst, dann machst okay. Du es nicht. Mhm. Aber ihr müsst es beide laut vorlesen und beide beantworten oder ausführen. Okay. Also ich mache jetzt, mach es nicht. Aber ihr müsst es beide vorlesen und machen. Okay. Dankeschön. Ihr könnt ja entscheiden, wer anfängt. Ich nehme das hier mal mit. Achso, wurde das jetzt hier zufällig verteilt, oder? Ja. Ja, ganz zufällig. Mache deinem Gegenüber ein Kompliment. Oh. Oh. Leute, meine Zehennägel rollen sich schon nach oben. Peinlich, oh. Geht's ja. Aber ich finde es süß, dass er genauso peinlich berührt nein, ist wie ich. Schwierig. Ich finde, dass du sehr gut geschminkt bist. Danke. Wahrscheinlich von der Maske, oder? Nein, das habe ich so ganz okay, sehr gut. Hallo, ich war Beauty-Guru. Ah ja, stimmt. Excuse me. Ganz schon vergessen. Er musste mir dann ein Kompliment machen und das war auch schon so. Du bist schön geschminkt. Aber es ist Maske, oder? Ich muss aber auch sagen, als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, ich bin ja echt gut geschminkt. Aber ich hätte mich vielleicht über sowas wie, ich mag deine Videos, nee, aber sowas wie, du bist irgendwie witzig oder man kann sich gut mit dir unterhalten oder du kannst voll gut zuhören. Darüber hätte ich mich gefreut. Das ist halt so ein bisschen unangenehm. Ich glaube, vielen Leuten ist das halt unangenehm, Komplimente zu bekommen. Man weiß immer nicht, wie man reagieren soll und so. Mit einem es Danke. Also oberflächlicher kann es eigentlich nicht sein. Aber das stimmt. Ich weiß nicht, das war das Erste, was mir eingefallen ist. So. Morgen geschminkt habe ich mir schon Gedanken gemacht und freue mich, dass es so gut ankam. Es ist sehr ein spezielles Kompliment, das werde ich nicht so schnell vergessen. Ich liebe es, ich bin einfach so diplomatisch, diplomatisch. Lasst euch nicht stören, redet ruhig noch zu Ende. Ich habe hier schon mal ganz entspannt die Rechnung. Die Rechnung, wer zahlt? Wir kommen dann gleich abrechnen und dann werdet ihr direkt abgeholt und bekommt euch. Insiderwissen, wir mussten es nicht für unserem eigenen Geld bezahlen. Also war es uns, glaube ich, beiden auch super wurscht, wer die Rechnung übernimmt. Das haben wir quasi gestellt bekommen, das Geld. Ja, also wir haben dann kurz auch drüber gequatscht, wie wir es jetzt mit der Rechnung machen. Und es war aber dann relativ entspannt, weil wir beide die nichts Einstellung haben, eigene Geld in der Tasche hatten. Sollen wir kein großes Ding draus machen. Also wir zahlen jetzt irgendwie legen zusammen oder dann zahlst du halt und das nächste Mal zahle ich. Ja, also da bin ich immer noch so, ne? Ich finde, das ist irgendwie unangenehm, wenn man da so ewig diskutiert, wenn es ums Zahlen geht. Ich bin ein Freund dafür, dass man sagt so, ja, jetzt zahle ich, dann zahlst du oder wir werfen zusammen. Oder was ich echt nicht so gerne mag, aber das ist eine persönliche Sache, ist so, ja, wir rechnen das jetzt bitte aus. Das finde ich immer so ein bisschen anstrengend. Wenn ich sehe, ja, das sind irgendwie 30 Euro, dann legt halt jeder 15 Euro hin. Ja, aber mein Tofu war 2 Euro günstiger als dein Schnitzel. So, jetzt natürlich die große Frage, wird es ein zweites Date geben, Leute? Die Auflösung seht ihr, glaube ich, habt ihr die letzten paar Jahre mitbekommen. Hört sich immer so hart an. Ja. Nein, das hört sich, nein, nein, ich will kein zweites Date. Ich will nicht daten. Kein zweites Date. Aber. Du bekommst heute leider kein Foto. Ja. Aber freundschaftlich, glaube ich, steht dem nichts im Wege. Genau. Bin ich ja froh, dass ich das sehe. Es war so. Das ist okay, schlimm, wenn der andere jetzt so ja. Denkt, so, boah, ey, wirklich, die ist so toll und ich habe echt so. Hat er sich nicht gedacht, ja, dass ich so toll bin? Liebste. Stell dir das mal vor, wenn jemand sagt, ich bin so verliebt. So bin ich in dem, das ist richtig unangenehm. Wer verliebt sich denn heutzutage noch? Das ist doch so 2015. Mann, war das spannend. Ich realisiere gerade, was für ein verrückter Tag das war. Es war wirklich krasser Adrenalinstoß für mich. Ich war so krass aufgeregt. Ich habe doch vorher immer gerätselt, wer es sein könnte. Ich hatte auch immer so gedacht, es könnte vielleicht auch jemand wie InScope oder so mehr. Wäre auch witzig gewesen. Weil ich mir halt so überlegt hat, okay, welche YouTuber sind so in der ähnlichen
Reichweite, wo es auch, weil wir beide in Kooperation hatten, ne? Da hatte ich das Gefühl, sie würden sich Leute aussuchen, die ungefähr ähnliche Preise vielleicht verlangen, was das angeht. Ach so dumm. Nicht, weil ich nur Leute date, die eine gewisse Reichweite haben oder so, sondern nur deswegen. Und überlegt habe, wer hat denn keine Freundin, zumindest öffentlich? Was könnte da so passen? Ich hatte den Stefan aber ehrlich gesagt überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich habe da überhaupt nicht dran gedacht. Und dachte dann auch so, ja, ich lasse mich einfach mal überraschen, wer es wird. War nett. Wir haben danach nicht wirklich großartig Kontakt gehabt. Ich glaube, wir sind nicht so hundertprozentig auf einer Wellenlänge oder haben nicht so die Interesse oder die gleichen Hobbys oder wie auch immer, aber das ist auch nicht schlimm. Ich glaube, keiner von uns ist da mit bösem Blut oder irgendwie so rausgegangen. Ich finde es witzig, das jetzt anzugucken. Und ich habe den Stefan gefragt, ob er nicht jetzt auch nochmal ein kleines Video schicken möchte, damit es nicht nur so meine einseitige Meinung ist, sondern vielleicht möchte er ja irgendwas zu diesem Date noch jetzt 3 Jahre später sagen. Das geht ab, Mirelle. Schöne Grüße auf jeden Fall. Man kann schon sehen. Ich habe wirklich nur mal kurz reingeguckt ins Video und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es mir nicht nochmal angucken. Also das ist wirklich Cringe Overload. Ich weiß auch nicht warum, keine Ahnung. Ich war da irgendwie so richtig komisch so. Kein Plan, kein Wort aus mir rausbekommen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch irgendwie nicht so der, ich lerne jetzt neue Leute kennen. Also ich hasse Dates wirklich. Ich glaube, ich war noch nie so wirklich auf dem richtigen Date. Ich glaube, das war das, was schon am nächsten gekommen ist zu so einem wirklichen Treffen. Weiß nicht, ich mache lieber mal so einen Spaziergang oder irgendwie was ganz Entspanntes. Aber ja, ich hoffe, du hattest auf jeden Fall Spaß beim Anschauen vom Video und es war nicht zu unangenehm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja das Video nochmal selber geschnitten, weil der RTL hatte das ein bisschen länger gelassen und noch unangenehmer für mich. Deswegen, ich habe das nochmal ein bisschen gekürzt gehabt auf meinem Kanal. Aber es ist trotzdem echt eine geile Erfahrung gewesen und ja, vielleicht sieht man sich nochmal in Köln. Dann hoffentlich nicht so ein heftiger Cringe-Moment, aber ansonsten beste Grüße auf jeden Fall von mir. Ich hoffe, dir geht's gut und mach's gut. Vielleicht hast du deinen Traumpartner ja schon gefunden, weiß ich nicht. Ich auf jeden Fall nicht. Ciao. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was euer tollstes Date war oder euer unangenehmste Date-Erfahrung. Würde mich sehr interessieren. Abonniert gerne den Kanal und dann sehen wir uns in 3 Jahren wieder, wenn ich eine Reaction auf dieses Video... Nein, mache ich nicht. Aber wir sehen uns nächstes am Sonntag wieder und dann wieder Donnerstag. Bis dann, tschüss!